Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ihr habt's vorgesehen, wir haben gegen Heldenstein gewonnen und jetzt wollen wir endlich die Buchbacher schlagen, weil wir können nicht die ganze Zeit verlieren gegen unsere Freunde. Und wir spielen natürlich wieder in Buchbach. Es ist der erste Spieltag in der Bayernliga Süd. Und vielleicht gewinnen wir. Und ich sitze selber. Buchbach gegen Ampfing. Und vielleicht gewinnen wir das jetzt endlich mal. Die hauen mir weg. Diesmal hauen wir sie weg. TSV Ampfing gegen TSV Buchbach gegen TSV Ampfing. Erster Spieltag der Bayernliga Süd. Sieg, 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 Ampfing. Heldenstein haben wir schon geschlagen. Und Heldenstein ist aber aufgestiegen. Und jetzt der erste Spieltag. Und vielleicht schlagen wir endlich beim vierten Versuch. Abseits, ja oder nein? Beim vierten Versuch den TSV Buchbach. Ich sag nicht mehr Regionalliga Bayern, sondern Bayernliga Süd. Freistoß für die Anfänger. Gelb für den TSV Buchbacher Spieler, der Graf. Er hat's erwischt. Oh, fast die Führung für Buchbach. Wieder Ball gespielt. Und da ist wieder die Führung für den TSV Buchbach. 1:0. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Was die Ampfinger können nicht gegen Buchbach gewinnen. Bei allem Respekt, aber wieder in Buchbach. Ich würde euch gerne ein Heimspiel zeigen, aber der Spielplan ist immer so dumm hergestellt, dass wir immer das Live-Spiel in Buchbach zeigen. Oder vielleicht wenigstens ein Punkt, dass wir mal nicht gegen die Buchbacher verlieren. Aber zur Pause führt fast. Und rote Karte am Anfang. Ja, okay. Das Spiel ist passiert. Buchbach gewinnt wieder mal gegen den TSV Anfang. Den wechsle ich noch aus, aber
Das war's. Die Buchmacher schlagen uns wieder mal. Einiges wird erster. Gut, es ist ja gerade der erste Spieltag, aber trotzdem. Den für den und den für den. Doppelauswechslung. Vielleicht hilft es ja irgendwie was. Oh, gibt's da ein Konto? Freistoß für den TSV Anfing. Vielleicht verlieren wir doch nicht mehr. Der Escher. Ja. Und das ist der Ausgleich. 1-1. Vielleicht verlieren wir ja doch nicht. Dann hören Sie mal, was jetzt das auf dem Ring los ist. Ist der ein Punkt wunderschöner Treffer. 1-1. Und vielleicht doch noch der Sieg da. Für die Anfänger. Aber mit einem Unentschieden. Wie gesagt, wir haben gegen Blutbach, was ich euch live gezeigt habe, noch nicht einmal gewonnen. Also können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Und Freistoß für den TSV Anfängen. Und Kreiburg ist im Moment. Also. Nochmal, Kreiburg ist vor uns. Kreiburg vor Blutbach und vor Anfänger als Aufsteiger. Und nochmal Freistoß. Für den TSV Anfing. Und der kriegt gelb-rot, oder? Ne, schade. Der kriegt nur gelb. So, die Spieler. Also. Freistoß. Ja. Ja. Oh. Ja, die kriegen den Ball nicht raus. Die kriegen den Ball immer nicht raus. Jetzt wollte ich gerade sagen, aber da kommt der Konter. Aber jetzt hat. Ja. Auf geht's Anfing. Noch 7 Minuten zu spielen. Foul, Freistoß für Anfing. Und die Buchbacher wechseln nochmal aus. So wie es ausschaut, verliert die Anfinger mal nicht gegen Buchbach. Und nochmal Freistoß für Anfing. Anfinger wechseln auch aus. Ja, so schlecht. Eine gelbe Karte für einen Buchbacher. Freistoß für Anfing. Vielleicht gewinnt Anfing. Also mit dem Punkt sind wir zufrieden, 2 Minuten vor Schluss. Nein, das wollte ich gepfiffen. Und Anfing verliert nicht. Anfing und Buchbach trennen sich 1-1. Die Buchbacher können doch nicht mal gegen uns gewinnen. 1-1 zum Schluss. Hohe Ergebnisse gab es auch am ersten Spieltag. Ergebnisse gab es auch, und zwar Fürstenfeldbruck gegen Ingolstadt 5:2. Was macht unser Vertreter Kreiburg? Kreiburg hat 1-0 gewonnen, damit Kreiburg auf Rang 7, Buchbach auf Rang 8 und Anfänger auf Rang 9. So, das war mein Let's Play. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao.